Sammlung von Relaten. Neben dem vierten Band der Kriminalgeschichte hatte Deschner in den vergangenen Monaten noch einen Aphorismenband und ein Buch mit dem Titel »Was ich denke« auf dem Schreibtisch. In diesem Band aus der Reihe Querdenker greift er ganz gegen seine Gewohnheit in die aktuelle Politik ein und befasst sich anlässlich der Bundespräsidentenwahl mit Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker. Anhand ihrer Biografien weist er beiden nach, dass sie zu Unrecht als große und vorbildliche Präsidenten gelten. Weizsäcker deshalb, weil er Millionen an den Kriegen in Vietnam und am Golf verdient hat. Großvater Karl von Weizsäcker, links auf dem Familienbild von 1924, war bis 1918 baden-württembergischer Ministerpräsident, wurde für seine Verdienste unter den Kaiser geadelt. Vater Ernst, Rechts-SS-Führer Himmler und Außenminister Ribbentrop, diente den Nazis als Staatssekretär und wurde 1945 wegen Beteiligung an der Deportation französischer Juden zu 5 Jahren Haft verurteilt. Sohn Richard, hier 1981 als Kirchentagspräsident, war Banker und Chemiefabrikant, ehe er beschloss, CDU-Politiker zu werden. Und wenn man mit dem Staat und der Kirche verbunden ist, kann einem kaum was passieren. Und ich glaube, das wirkt sich in diesem Fall aus. Denn während des Vietnamkrieges hat er sein ganzes Gift, das er in der Firma in Ingelheim C.H. Böhringer und Sohn Weizsäcker nicht mehr erzeugt hat, einer bekannten amerikanischen Rüstungsfirma geliefert. Und das ist dann in Vietnam, in Kambodscha, in Laos verspritzt worden. Aus der Luft, die ganzen Gewässer, die Kanäle, die Seen, die Flüsse, das Land wurde verseucht, die Tiere gingen kaputt, die Menschen. Noch heute gibt es dort also menschliche Föten mit Zyklopenaugen, mit Riesenköpfen, mit extremen Hälsen, ohne Arme, ohne Beine. Diese Erscheinungen sind immer noch die Früchte des derzeitigen Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin nicht der Einzige, der darüber schreibt und geschrieben hat. Es gab auch andere, aber alle diese Leute haben nicht die Möglichkeit, in eine große Zeitung, an ein großes Publikum zu kommen, weder durchs Fernsehen, noch durch irgendeine der sogenannten großen Presse, sondern da sind lächerlich kleine Winkelblätter, die von ein paar hundert Leuten gelesen werden. Und weil das eben überhaupt nicht wirkt, denn es ist ja grotesk, nicht wahr? Wir haben einen Präsidenten heute, einen Bundespräsidenten, den man öffentlich aus nächster Nähe in Anwesenheit von Bundesministern, von Ministerpräsidenten das Wort Mörder in den verschiedensten Verbindungen, Völkermörder, Arbeitermörder, ins Gesicht schreit und es erfolgt nichts. Und weil eben nichts erfolgt, deshalb passierte ja, dass ihn ein Mann niedergeschlagen hat. Ich habe das selbst mit meinen eigenen Ohren in einer unserer berüchtigten Abendschauen gehört. Dieser Mann, der irgendein, ich bin da wenig gebildet, also ein Europa- oder Weltrekord oder Nationalrekord aufgestellt hat und nur einmal in seinem Leben, so wurde es dargestellt, hervorgetreten sei, nämlich als er eben diesen Rekord erzielte, der hatte nun den brennenden Ehrgeiz, endlich noch einmal in die Medien zu kommen und ins Fernsehen. In Wirklichkeit natürlich hat er nur versucht, auf die Vorgänge um den Präsidenten vor seiner Präsidentschaft aufmerksam zu machen. Also das ist ihm aber nicht gelungen, denn stellen Sie sich vor, wie peinlich, man wird als Präsident von einem x-beliebigen niedergeschlagen und kann nicht gegen den Strafantrag erstellen, weil man fürchten muss, dass die eigene ganze schäbige Vergangenheit dann ans Licht der Öffentlichkeit drängt.